Hallo Community, hallo Sebo, hallo Otto. Wieso sollte ich beim Desert Warrior mitmachen? Film ab! Dieser Mann schreckt vor keinem Weg zurück. Ob in der ISIS-Kette oder dem heißesten Essen. Er trotzt sogar der Dunkelheit. So Jungs, ihr könnt zurückkommen. Jungs! Jungs! Nee, auch das noch! Sein Trainer war der Outdoor Champion himself. Er wurde zum Meister seines Faches. Oh. Nee. Seine Fitness ist über alle Zweifel erhaben. Nun geht er mit Kleidern in die Sauna und ist bereit für den Desert Warrior. Ich bin Ninja. Die junge Hirschgazelle ist auch angekommen. Also, ich bin Mini, 42 Jahre alt, komme aus dem schönen Luxemburg, bin Grundschullehrer. Und wieso solltet ihr gerade mich auswählen, um beim Desert Warrior mitzumachen? Ich bin ein ganz normaler Typ, bin keine Maschine, aber der Wille ist da und hab einfach Bock mitzumachen. Am liebsten bin ich draußen in der Natur unterwegs. Und das mit der ganzen Familie. Mit meinem Buddy Tim betreibe ich einen kleinen YouTube-Kanal. Mit unseren Wanderungen, Autokochen und Bushcraft-Videos hoffen wir den Familien, das Draußensein schmackhaft zu machen. Auch wenn man die Namen nicht verhält, wie der Top-Segel-Schotz-Streck-Druck. Top-Segel-Schotz-Streck. Umpa, Lumpa, Umpa-Di-Du. Daddy möchte mit, dann lässt er uns in Ruhe. Sogar meine Umpa-Lumpas möchten, dass ich mitgehe. Ihr seht's, ich bin ein ganz normaler Typ, der eigentlich nicht die Autoerfahrung hat, wie jemand von der Bundeswehr oder von der hiesigen Armee. Aber vielleicht ist es gerade das, was ihr sucht und was ihr sehen wollt. Wie ein ganz normaler Typ mit nicht der besten Fitness da draußen in der Wüste überleben kann. Wenn ihr mich dabei haben wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Reinschauen und rausgehen. Ciao!